Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dwarf Fortress. So, Dalle, wir sind wieder hier und wollen hier mal ein bisschen weiter an dem Management arbeiten. Wir haben viel zu viele Arbeitslose. Das geht gar nicht. Wir müssen jetzt erst einmal einen Haufen Jobs wieder verteilen, damit die ganzen Leute hier was zu tun haben. So, stopp. So rum. Okay, das ist, geht jetzt nicht mehr. Okay, dann den nächsten Job, den wir unbedingt brauchen, ist... Puh, wer hat das nicht zu tun? Wir haben Carpenter-Jobs jetzt noch zu tun. Wooden... Was gibt es noch zu tun, was die jetzt machen können? Construct Wooden Bin, das would be something. And Wooden Cages. 30... Wooden Cages. Machen wir auch nochmal 50 weitere. Dann, wer hat noch was zu tun? Nichts zu tun? Der Metalsmith. Okay, okay. Wie sieht's hier aus mit unseren... Stocks. Unsere Stocks sagen von Bars. Wo haben wir denn hier unsere Bars? Hier. Wir haben einen Haufen Gold. Und ein bisschen Platinum sogar. Wow. Okay, wir machen was aus Gold. Gold. Was machen wir hier? Gold, Gold, Gold Forge, Gold Nespo Pots, Hive, Minecart, Wheelbarrow, Stepladder, Bookcase, Construct, no Forge. We need to forge it. Construct Gold Stager, Gold Blocks. Huh. Gold Barrow. Es sind alles so Sachen, die nicht wirklich einen Sinn haben. Okay, wir könnten mal Gold Coins machen. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht mal so dämlich. Oder Golden Scepter, Golden Ring. Ha. Large Gold Gem. Mhm. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, dass wir die ganzen billigen Materialien, also Metallen, in Gems verwandeln und die von dem Gemsetter dann setzen lassen. Dann würde der Gemsetter jetzt dieses ganze Zeug machen, unser Metaller würde trainieren. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so dämlich, die Idee. Aber was wir machen, das nicht aus Gold, weil das ein bisschen mir zu... Ja doch, aus Gold machen wir das auch. Aber nicht so viel, wie ursprünglich gedacht. Gold. Und zwar... Da geht er noch weiter. Genau, hier Armor Stand. And, all that stuff. Mhm. Okay. Ein Golden Throne. Mhm. Da brauchen wir 5. Dann Gold Kabinett. Brauchen wir auch 5. Gold Table. Brauchen wir auch 5. Gold Throne haben wir schon. Table, Kabinett, Bed. No, bad geht's nicht. Genau, das geht ja nur aus Holz, ne? Ich bin so ein bisschen im Masterwork Dwarf Fortress Mod noch und das ist sometimes confusing. Okay. Auf jeden Fall, was wir jetzt auch noch brauchen, ist ein Armor Stand. Genau. Aus Gold machen wir 5 Stück. Gold wie Weapon Rack. Ein Weapon Rack. Da machen wir 5 von. Dann Rock Coffins. Müssen wir jetzt auch mal langsam machen. Machen wir 60 Stück. Dann Gold. Weil die Coffins, das gehört nämlich auch später dazu, weil nämlich manche von den Zwergen haben später dann auch noch das Bedürfnis, einen Sarg zu bekommen. Sonst ist das Ganze etwas nick für Dani. Und daher müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Gold Amulett. Construct Gold Chest, genau, das ist ja auch noch wichtig.
So. Okay, ich glaube, wir haben jetzt erstmal ein paar Sachen für die Forge gemacht. Jetzt brauchen wir noch Leather Worker und Glass Maker. Und oh Mann, das sind alles Sachen, die noch gebraucht werden. Miner brauchen auch noch einen Job. It's frozen. Ach, ja. Wir haben ja Winter, ne? Es gibt ja auch noch sowas wie Winter hier. Mhm. Mitunter einer der Gründe, warum wir das Ganze hier machen sollten. Mhm. Okay. Back to the route where we was coming from. Die Miner brauchen erst einmal hier einen ordentlichen Raum bauen. Okay. And here. So, that's great. That's for the miners. And then, okay, the next watch. Was brauchen wir jetzt noch als nächstes? Wir haben auf jeden Fall Ärzte, die das Normale hier nichts zu tun haben. Weil die, ja wie gesagt, die machen nichts in ihrem Laden. Das ist auch ganz gut so, weil das heißt, dass wir nichts getötet haben. Beziehungsweise keine Zwerge drauf gehen. Gründaumen könnte eigentlich auch was tun. Im Sinne von, dass er jetzt ein neues Feld bekommt. Und das bauen wir ihm hierhin, würde ich sagen. Oder jetzt bauen wir hier nebenan. Wie wär's damit? Weil ich möchte nämlich ein bisschen mehr mit Pigtails arbeiten. Hab ich das eigentlich schon zugestellt? Pigtails. Hallo? Pigtails? Is anyone there? No seats, ne? Wie sieht's mit den Kitchen aus? Pigtails. Pigtails. Ah, ein paar Hammer haben. Some of them. Wie sieht's mit den Seeds aus? Pigtail Seeds. 5. It's not much. Caveweed. Hier ist auch Caveweed. Aha. Hier ist Pigtails. Okay, das ist aber nicht die Saison. Mhm. Okay, wir bauen jetzt hier noch ein paar Workshops hin, und zwar nämlich einmal einen, nicht einen Loom, sondern an, wo haben wir denn? Farmer? Genau hier. Microclimate Blocks, die sind billig. Ashery bauen wir hier hin, damit wir die ganzen, die braucht Block, genau. Mhm. Zinnobar. Ja, Zinnobar brauchen wir nicht, gut. Ashery, Dye. Ja, bauen wir auch mal ein bisschen was hin. Könntest du auch so ein schönes aussuchen hier. Nehmen wir das Wheelbarrow. Den Bucket. Soapmaker, Screw Press brauchen wir jetzt auch nicht. Ein Quern. No, we need no Quern. Wir brauchen das nicht. Ein Clother Workshop. Die, nachdem ich dann noch keinen Platz, also keinen eigenen dafür habe, werde ich das jetzt erst einmal hier erstmal grob alles hinstopfen. Weil ich halt, wie gesagt, noch keine direkte Verwendung dafür habe. Dann brauchen wir hier noch von die Furnace und Glass Furnace. Da kann man auch Zinnobar nehmen. Ein Kiln. Hier wieder ein Abstand. Dann hier. Granit. Ne, dann nehmen wir das gelbe Zeug hier. The Yellow Stuff. Okay. Gut, dann haben wir da hier schon mal ein paar Workshops, damit wieder ein paar Leute was zu tun haben. Carpenters, die hier und Animal Trainer. Kannst kein Korb. Ne, ich brauch deinen. Was kannst du? Okay, dann trainierst du mal Animals. Die Animals kann man hier festlegen. Und zwar trainierst du unsere Dogs. Und zwar War Training. Und zwar kann man auch War Katzen. Ne, War Cats gibt's nicht. Ein War Chicken. Das wäre cool. Ein War Buffalo? Nee. Es geht alles War. Ja, hier wieder War Dogs. Das ist klar. War Bull geht's nicht. War Donkey geht's nicht. Hier ist wieder Dog. War Duck. Oh Mann.
Rabbit. War Rabbit. I see it. Ich sehe es vor meinem eigenen, vor meinem inneren Auge. Monty Python. Oh, herrlich. Robert Goose, Kitten, Puppies, Horse. Warhorse ist aber. Die gibt's aber, das bin ich mir ziemlich sicher. Hunting auf jeden Fall nicht. Was gibt's hier sonst noch? Ich glaube, die kann man nichts mehr machen. Gut, dann sind das erstmal unsere War Animals. Die können hier auf jeden Fall schon mal trainiert werden. Dann haben die das schon mal zu tun. Ich sehe hier gerade, von mal, das hier ist was suspended worden. Das kommt wieder gleich hin. Das kann dann auf der Seite abgebaut werden. Oh Mann, wir müssen jetzt mittlerweile so viel Management machen in puncto Arbeitszuteilen, dass die halt einfach zum eigentlichen Spiel nicht mehr recht viel kommen. Also momentan steht es schon seit einer ganzen Zeit lang alles still. Weil wir halt einfach nur damit beschäftigt sind, Arbeit zu verteilen. Okay, wir haben hier den Medical Draft wieder. Andre. Das kannst du butchern in so, und so ein Zeug. Was haben wir dich gelassen? Butcher Tonning Farming. Sharing Spinning. Genau. Da können wir jetzt auch noch den Workshop dazu tun. Okay. Wie sieht's hier mit dem Wasser aus? Open Space. Okay, hier kommt Wasser, aber es dauert ziemlich lang. Mhm. Wie sieht's hier aus? Hospital. Hat kein Zeug, weil ich ihm noch kurz Chest gegeben habe. Gut, dann kriegt sie jetzt endlich mal eine Chest. Chest. Containers, glaube ich, war das, ne? Jo, Containers. Container kommt hier hin, damit die nicht so weit zu laufen haben. Was nehmen wir für eine schöne? Ah, wir haben keine schöne. Okay, dann ist das auch gut. Dann kommt hier eine Chest hin. Dann als nächstes ein Glass Window. Ja, wir könnten eigentlich mal so ein Glass Window in den Boden setzen. Hätte was. Okay, auf jeden Fall. Wie sieht's denn? Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Stocks, Blocks. Ich will wissen, was wir für graue Blöcke haben. Large Gems, Coins, Blocks. Hier haben wir es. Wir haben Coins? Nee, wir haben keine Coins. Wir haben Quarzit, haben wir ziemlich viel Blocks. Endlich! Und Mika haben wir jetzt auch einiges wieder. Gut, wir können jetzt endlich weitermachen. Das heißt, wie heißt das nochmal? B. An Disassemble Construction war das irgendwie der Befehl. D. Remove Construction hier. Gut. B. Construct Wall. Und zwar Box Selection Mode. Ja. Okay, dann hier. Gut. Dann Mika Blocks. Wall. Mika. Ah, okay. Verdammt. Was haben wir sonst noch für Blocks? Granit. Hat nicht ausgerechnet. Ich habe mich davon verliebt. Ach, die sind auch die verbauten Blocks mit eingerechnet. Oh, Mann. Okay, dann wird das jetzt bunt. Soll mir jetzt auch wurscht sein, die Wand. Dann kommt hier noch dasselbige hin. Bloß mit einem Wandabstand. Weil hier noch der, genau, hier muss ein Wandabstand hin. Da habe ich nämlich, nee, ich brauche nicht hinmachen, ich muss nur die Außenwand wieder wegmachen. Das heißt DN, kommt hier wieder C hin. Dann, wer hat noch gar nichts zu tun? Der Wafer. Der Stonecrafter. Der Stonecrafter hat nichts zu tun. Was? I don't believe that. Hier, Craft Workshop. So. Rockcrafts, Max. Pots haben wir genug. Toys, Figurines, Amulets, Scepters, Crowns, Rings, Earrings, Bracelets. So, du hast jetzt was genug zu tun. Dann haben wir hier einen Woodworker. Maflo. Maflo, genau. Du warst das. Construct up downstairs. Die habe ich nämlich vergessen, das letzte Mal hier zu übernehmen. Jo. Dann
Aprikosen. Dann hier. Dann kommt hier noch ein Carpenter's Workshop hin. So, kommt aus. Mal aus dem Holz hier. Dann kommt hier noch ein Wood Stockpile hin. So. Die smoothen hier ziemlich weit. Die sind aber schon ziemlich gut dran beschäftigt. Wie gut bist denn du mittlerweile mit Smoothen? Adept. It's adept. Okay. Die sind ready, aber noch nicht zugestellt worden. Der Construct ist auch schon fertig. Das kommt hier. Wie hieß der Zwerg nochmal? Verdammt, ich habe gerade noch den Namen gesagt. Musk? Minsk? Oder irgendwie so ähnlich? Nee. Einfach, oh Gott. God damn it. Okay. Maflo. Mafroll. Maffoll. 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 Da haben wir ihn, ja. Okay, das ist deine. Das hier ist auch dein Bedroom. Das sei zu Maffloll. Ah, tada. Hier. Sind die zwei zu. Jetzt hat er ein doppeltes Bett. So. Dann brauchen wir noch ein paar Tables zuweisen. Hier. Tables. Okay, und hier haben die schon Tables. Hier ist noch kein Table. Hier ist auch noch kein Table. Hier ist auch noch offen. Oh Mann, das wird jetzt gerade wieder so ein richtig schönes Haufen, richtig schöner Haufen Arbeit. Und ich sehe auch schon, dass ich hier damals, wie ich das hier angemacht habe, ein bisschen in der Haste war. Also ein bisschen hastig geplant habe und nicht wirklich gescheit geplant habe. Das beißt mir jetzt gerade so ein bisschen in den Arsch. Oh Mann. DS Smooth Stone. So. Okay, dann haben wir das hier schon mal zu tun. Wer hat noch nichts zu tun? Der Woodworker Maflo. Maffoll. Maffoll. Hast du irgendwo Wooden Cages? Das wird jetzt bald zu tun haben. Aber das wird jetzt allgemein nicht ausreichen an Arbeit. Das heißt, wir müssen noch mehr verteilen. Okay. Wooden Crossbow. Wooden Nestbox, nee, das sind Woodcrafts. Es muss tatsächlich etwas sein, was der Woodworker baut. Wooden Box, Plinths and Crutches, genau, das könnte er machen. Da könnte er ein paar machen. Da macht er mal 20. Dann Wooden. Wie heißen die nochmal genau? Splines? Genau hier, Splint heißen sie. Habe jetzt zweimal gemacht. Jo, ich habe es zweimal gemacht. Dann Cans. Oh, nein, stopp. Cans Remove Order. Genau hier. Dann Wooden. Crutch. Crutch. Genau hier. Da macht er 20 von. Dann noch was Wooden-mäßiges. Wooden. Was könnte er noch alles aus Holz machen? Das wäre eine gute Frage, weil ich bin jetzt hier wirklich gut beschäftigt, die ganzen Leute mit Arbeit zu versorgen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt fast 100, also ein halbes 100 Leute. 100,5 Leute. Und ja, was machen die alle jetzt? Wooden Bin. Ja, Wooden Bin. Bin. Macht jetzt einmal 50 davon. Den Wooden Bin-Befehl habe ich zwar schon gegeben, glaube ich. Ja, Wooden Bin. Aber da kann er mehrere davon auch machen. Ist eine andere Workorder. Gut. Es sind noch alle ekstatisch. Alle haben was ungefähr zu tun. Außer die einfachen Leute. Gut, die haben alle was zu tun. So. Jetzt sind wir fast 20 Minuten damit beschäftigt gewesen, nur Leuten Arbeit zu verteilen. Holy damn.
Okay, was können wir jetzt auch noch machen? Wir haben hier oben Leute, die noch nichts im Sinne von ihren Privaträumen haben. Quarzit-Armor-Stands, dann könnten die noch. Wir müssten jetzt auch mal ein paar Burial Places machen. Dass die auch irgendwo tatsächlich ein Grab haben, falls die es brauchen. Kabinett, genau hier. Granitkabinett. Dann Container. Hier. Dann Weapon Racks, die sie nicht brauchen. Na, wir haben keine Weapon Racks mehr. Wir haben Statuen. Hier kommt eine Statue hin. Haben wir eine schöne? Ja, wir haben viele schöne Statuen. So. Wir hatten sogar eine legendäre Statue. Die könnten wir eigentlich. Die legendäre Statue, die stellen wir in den Meeting Room. Hier, in die Mitte direkt. Hier. Das müsste den Wert des Raumes massiv verbessern. Gut, dann haben wir das schon mal verteilt. Wir könnten jetzt auch ein bisschen mehr Wert an unseren Soldaten weitergeben. Damit ihr mit Tumlu und den ganzen, nicht Tumlu, sondern Kevada, Jojo und der ganze Rest der Meute tatsächlich auch ein bisschen mehr Luxus haben. Erstmal kurz gucken. Wir haben ja jetzt wieder ein paar Leute zugewiesen ins Militär. Haben die überhaupt alle ein Bett? Henry? Henry, da habe ich auch nicht vergessen. Jojo. Kok. Jojo, Henry. Kok. Kevada. Kevada, Jojo, Henry, Kok. Genau hier. Kok. Du brauchst jetzt auch ein Plätzchen. Oh Mann, das ist so viel Haufen Kleinkruscharbeit. Kok, wo haben wir denn unseren C-Kok? Hier, Wrestler. Gut, dann hat der auch ein Bett. Dann Wall. Wordburst Kabinett. Kabinetts haben wir nicht mehr so viele, gell? Jo, wir haben nur noch zwei Kabinetts. Und Needs Kabinetts, jo. Container, Needs Containers. Farmpot, Weapon Racks, Statues. Statues. Und hier so ein paar Kupferstatuen eine. Okay, und hier ein paar, damit sie auch ein paar admirieren können, also bewundern. Slabs, Tables? Nee, Tables dann nicht, das ist, sonst verwirren die das nur. Well, Siege Rock Furnishes, Glass Windows, Game Windows, Trading Pots, oh, Instruments, Support. Ja, yeah, da war ja noch die ganze Sache mit den Bookcases und den ganzen. Oh, die Bibliothek habe ich noch gar nicht gemacht. Da wollte ich jetzt auch nochmal ausprobieren, wie das geht. Aber erstmal sollte eigentlich mal das ganze Kram hier laufen, damit ich experimentieren kann. Holy damn, ich habe zu viel zu tun. Oh Mann. Haben wir noch einen Mason irgendwo? Einen direkten Mason. Aus unseren Bigus Maxi. Upla. Verdammt. Ich rede jetzt auch schon wieder ein bisschen zu schnell und zu hasty in letzter Zeit. Construct Rock Stone, Detailing Stone. Die sind. Die drei echten Masons sind beschäftigt. Und zwar ziemlich gut. Wie sieht es eigentlich mit Getränken aus? Das ist er noch am Arbeiten und am Fine Meals ist er auch schon am Machen. Gut, da hat er ein paar Plump Hamel Stews gemacht. Hat er ein paar Ales gemacht. Wie sieht es mit der Küche aus, damit ich das gar nicht aus den Augen verliere? Plump Hamels haben wir noch mehr als genug. Pigtails sind auch in Ordnung. Okay. Die Arbeit, die wir hier oben hatten, genau hier. Glass Furnish, Bower, Clother, Dyer, Ashery, Farmer. Okay. Dann Process Plants Repeat. Oder Process Plants im Allgemeinen. Milk Animal, Make Cheese. Share Animal, Spin Threads. Das machst du jetzt erst einmal so auf Dauerkriechten. Okay, das könnten wir eigentlich auch über den Manager laufen lassen. Spin Thread Zero. Q Share. Share.
Animal? Oder haben wir es hier? Share Animal. Okay. Milk Animal? Milk Plants? What? Okay. Das geht. Milk Animal Spin Threads. Haben wir schon. Collect Sand. Das könnten wir auch machen. Das ist dauerhaft ein Befehl. Process Plant, genau. Process Plant. Das ist ein dauerhafter Befehl. Make Cheese ist not unbedingt das Wichtige. Ist nicht unbedingt das Wichtige. Ich rede jetzt hier viel zu viel Deutsch-Englisch. Oh Mann. Okay, das füllt sich jetzt auch langsam auf. Aber das braucht ziemlich lange. Warum? Ah ja, genau, weil es war ja hier alles zugefroren. Na. Okay, hier ist ein weiterer Raum entstanden. Farmpot. So. Genau hier. Dann kommt ein weiterer Farmpot hin. Was kannst du noch? Die Ashery. Make Lye. Potash from Lye. No. Das ist jetzt nicht unbedingt das Relevantere. Dann Bowers Workshop. Make Bone Wars Crossbow. Wooden Crossbow. Ja, mach da mal ein paar von. Hauptsache, dass jemand, der irgendwie Crossbowing irgendwie ein Skillset hat, dass der was zu tun hat. Wer hat nichts zu tun? Okay, das ist akzeptabel. Okay, das ist akzeptabel, wenig Arbeitslosen. Okay, Construct Floor. Ja, halt, stopp. Andere Box Selection. So, hier. Granit. 48. Granitblocks. Und Quarzitblocks. Ah, it's not enough. Es reicht nicht aus. Es ist zu wenig. Weißt du was? Füllst den Rest mit normalen Granitblöcken auf. So. Man muss das nicht. Es hat sich, dass es constructed ist. So, Needs. Was schreien da die ganzen Leute? The Gamp Cutter ist am Mosern. Okay. Cut, repeat. 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 Okay, mehr geht nicht. Okay. Gut, gut. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Gut, hier. Da könnten... Sobald Tumlu dann... Was macht Tumlu eigentlich den ganzen Tag? Das ist ja eigentlich noch nicht die ganzen Sachen. Tumlu hat no job. Jo. Sag bloß, ich hab Tumlu eingegraben. Verdammt! Jetzt weiß ich auch, warum nichts funktioniert. Hoppala! Tumlu, das war jetzt... Warum hast du nichts gesagt? Oh Mann! Hoffentlich überlebt er das jetzt noch. Miners? Wo sind die gerade beschäftigt? Der kann nicht... Halt, stopp! Mach mal hier halblang hier. Stop, Hammer Time! Wir haben Tumlu eingemauert. Verdammt. Curve up downstairs. Gut. Follow. Oh Mann. Tumlu, bitte überleb das. Ich hab deinen Zwerg eingemauert. Oh Mann. Komm schon, beeil dich etwas schneller, du. Bist legendär und du trafst hier vor dich hin, als hättest du so viel Zeit. Und Tumlu sitzt unten, hat nichts zu trinken, hat nichts zu essen. Und da ist er gleich weiter. Tumlu, wo bist du? Drink, ja, das glaube ich auch. Er hat nichts zu trinken gehabt, nichts zu fressen. Wie lange hat der da unten gesessen? Und warum ist der immer noch ekstatisch? Fragen wir das mal so. Ja.
Everything is good. Wurde er, nachdem er sich selbst eingegraben hat. He's bored. He is irritated. It's uneasy. He's irritated. He's bitter. Oh Mann. Euphorik. Tumlu, du hast echt seltsame Eigenschaften. So, jetzt hol dir dein Glas und sauf dich aber sowas von breit. Hast es dir verdient? Wobei, du hast es dir eigentlich nicht verdient. Warum hast du dich da eingegraben, du Horst? Oh Mann. Hier, ja, jetzt mach eine Mahlzeit und genieß sie. Ah. Oh Mann, Tumlu. Ah. Gut, dass ich das gesehen hab. Sonst wäre es knapp für dich geworden. Oh Mann. Store Item Stockpile. Junge, du hast eigentlich was anderes zu tun. Ah, adäquat Organizer. Hier, das ist nicht dein Job, Junge. So. No Job. Nein, Junge, du hast was zu tun. Du bist der Manager. Was machst du da unten? Du hast, wie suchst in deiner Freizeit den Ort, in den du dich eingemauert hast? Wow. Du hast Eigenheiten drauf. Oh. Oh Mann. Wir hätten beinahe Tumlu eingegraben. Oh Mann. Sowas passiert auch echt nur... Nein. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt hier... Oh, verschiedenste... Halt, stopp. Warum kann ich hier eigentlich so viel anpflanzen? Sind da immer noch Löcher? Moment mal kurz. Okay. Ich sehe es nicht. Warum? Hier ist dark in its inside. Okay, das ist alles in Ordnung hier soweit. Okay, ist alles in Ordnung. Ich war jetzt bloß für eine Sekunde irritiert. Okay. Wir haben Miner with no job. Klar, weil wir denen gerade ihren Job abgebrochen haben für die Rettungsmission vom Tumlu. Gut. Es geht wieder weiter, Jungs. Geplant wie bisher. So. So, dann haben die Miner wieder was zu tun. Camp Cutter. Camp Cutter hat keinen Job. Wir könnten eigentlich einen zweiten Camp Cutter einbauen, ja? Hier. Workshop, Gem Cutter, Juweliers Workshop. Nein. Quarzit, Bar, Silver, Schist, Lead Bars. Machen wir aus Holz. Word. So, dann machen wir hier Gems. Und zwar hier. Und hier. Dann hier oben drei frei machen. Nach unten drei frei. Zwei frei. Okay, und dann kommt hier wieder Furniture hin. Ne, das ist Food, das ist Furniture. I need Furniture. Furnitures ist U. Mhm. So. Hier erst einmal festlegen, was alles rein darf. Nämlich keine Typs und Qualities. Hier kommt nur Cutted Gems hin. Und hier kommen nur Rough Gems hin. So. Okay, damit ist das... Warum haben wir eigentlich keine Missing Information bekommen about, dass ein Zwerg fehlt? Dead or missing? No one has gone missing or dead. Oh, geil. Tumlu, dich hat niemand vermisst. Das ist traurig. Oh. Okay, was ist hier drin? Wooden Bin. Hier ist nichts drin, okay. Wie sieht's hier eigentlich mit dem Woodburning aus? Charcoal ist in der Mache. Gut.
Gut, wir haben Vollbeschäftigung soweit. Mann, ist das anstrengend. Okay, wir brauchen noch einen zweiten Mason hin. Masons Workshop. Genau hier hin. Genau, auf der anderen Seite. Auf die andere Seite. Hier. Stone. Gut, dann kommt. Nein, hier kommt kein Stone hin. Hier kommt Stone hin. So. X für die mittlere Freimacher. Okay, hier kommt nur Metallic Ores oder Economics Ores. Hier kommt auch kein Clay hin. Dasselbe gilt für hier unten. Dann brauchen wir hier noch ein Bett. So, okay. Wie sieht's im Hospital aus? Das Hospital. Moment, halt, stopp. Ich sehe gerade, dass ich bin so in einem Haste von Arbeitsaufträgen zu beschaffen und den ganzen Kram zu machen, dass ich vollkommen die Zeit übersehen habe. Wir sind schon wieder etwas drüber. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Rettung du für sich selber. Für die Gott.